Typisch Zigeuner. Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber Sinti und Roma sind auch heute noch allgegenwärtig. Wir schauen auf die alltäglichen Formen des Antiziganismus und lassen Betroffene zu Wort kommen. Der Antiziganismus ist ein grundsätzliches Problem der Mehrheitsgesellschaft. Wir leben seit 600 Jahren im deutschsprachigen Raum und dennoch müssen Sinti und Roma immer wieder um ihre Rechte kämpfen. Wir haben nach langer Suche Menschen gefunden, die bereit sind, über diskriminierende Erlebnisse zu berichten. Viele fürchten Nachteile, wenn sie über Anfeindungen und Ungerechtigkeiten sprechen. Und das sind einige Erfahrungen ihrer Alltagsdiskriminierung. Dann wurde ich halt auch immer oft als dreckiger Zigeuner, scheiß Zigeuner, verpiss dich und alles beleidigt. Ich wurde halt wirklich in der Schule fast nicht wahrgenommen, dass ich existent bin. Ich konnte schon mit 5 Jahren, ich bin in die Schule gekommen und konnte lesen und schreiben. Aber die Frau hat mich so ignoriert. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, was Plus und Minus ist. Als ich in die Grundschule gegangen bin, sage ich jetzt mal mit dem ersten Tag, hat meine Mutter gesagt, bitte sag nicht, dass du eine Sintizer bist, um eben mich zu schützen. Wir besuchen den Landesverband Baden-Württemberg. Hier wurden in einer Studie Diskriminierungserfahrungen abgefragt. Das Ergebnis war, dass, wie zu erwarten war, dass über 81% persönliche Diskriminierungserfahrungen haben. Also nicht nur über Medien, Presse oder in irgendeiner Weise allgemein, sondern wirklich persönlich damit konfrontiert worden sind. Ein Schwerpunkt davon war, dass über 53% sich bei Behördenbesuchen diskriminiert gefühlt haben. Die haben also gesagt, ich empfinde zum Beispiel Erlebnisse, wenn ich auf irgendein Amt gehe, als hochproblematisch. Oder über 40% haben gesagt, sie fühlen sich diskriminiert. Die Bereiche der Diskriminierung sind vielfältig. Ein gutes Beispiel, ich habe eine Ausbildung gesucht und habe als Hotelfachfrau und habe mich beworben bei einer größeren Kette und habe dann das dann meine Bewerbung hingeschrieben und natürlich mit einem Lichtbild von mir und ich bekomme zurück einen Brief und in dem stand wortwörtlich, es tut mir leid, Sie sind nicht geeignet für unseren Betrieb, da Sie zu dunkelhäutig sind. Selbst in der Erwachsenenschule noch war das so gewesen. Da hatten wir einen Lehrer, der war auch noch vom alten Schlag, der war schon Anfang 70, der hat Erwachsenenbildung gemacht. Und wir sollten dann jeder ein Referat halten. Wir waren eine multikulturelle Klasse und jeder durfte von seinem Land ein Referat halten. So, weil jetzt die Sinti kein Land haben, habe ich dazu ihn gefragt, ob ich ein Referat über die Geschichte der Sinti und Roma machen darf. Er hat gesagt, ja. Dann habe ich das Referat abgehalten, habe es wirklich mit Texten, mit Infos wirklich komplett ausgestattet, so dass man sagt, die Leute werden wirklich aufgeklärt. Und am Ende dieser meines Referats hat er dann gemeint, das ist ja alles schön und gut, aber ich kann dir dafür keine gute Note geben, weil das Referat nicht wahrheitsgetreu ist. Ich sage, warum? Er sagt, weil die Integration der Sinti und Roma gescheitert ist, weil die sich nicht integrieren wollen. Es gibt natürlich auch Menschen im weiteren Umkreis, die vielleicht, denen das fremd ist, die dann auch mal in meiner Gegenwart sagen, wenn irgendwo irgendwas dreckig ist oder so, das sieht ja aus wie bei den Zigeunern oder so, wenn dann irgendwie, wo ich dann halt immer gleich schief gucke und direkt mal so einen Seitenhieb dann rau austeile, das sind halt diese flapsigen Kommentare, die eigentlich so alltäglich sind, mit denen man immer wieder konfrontiert wird. Und es ist nicht schön, aber wir wissen es besser und von daher kann ich mich davon freireden und es ist eigentlich nur Unwissenheit der Mehrheitsgesellschaft. Der Antiziganismus betrifft fast alle Lebenslagen. Probleme sind vielfältig im Bereich der nationalen Minderheit. Wir haben Probleme im Bereich Wohnen, wir haben Bereich Schule, wir haben Bereich Ausbildung. Überall dort, wo man glaubt, Angehörige der Minderheit zu erkennen oder zu kennen, haben die Angehörigen oftmals Probleme. Der Grund, warum die Menschen diese Probleme haben, sind oftmals sogenannte Zigeunerbilder. Diese Bilder sind in den Menschen ihren Köpfen vorhanden und werden immer wieder bei Bedarfen abgerufen. Und die Zigeunerbilder wirken sich auch auf das Miteinander der Menschen aus.
Bei vielen merkt man, dass man sehr unerwünscht ist. Bei vielen, die nehmen dich genauso wie ganz jede andere Person auch. Nehmen die dich an und sagen, okay, du bist halt ein Mensch, egal was von einer Nationalität du bist und bleibst ein Mensch. Und bei anderen merkt man, die ziehen sich langsam zurück und geben dir das Gefühl auch, dass du kein Mensch mehr bist. Diese Erfahrungen, die du gerade berichtest, wie oft erlebst du diese Erfahrungen? Wie oft? Fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Und wie gehst du damit persönlich um? Wie verkraftet man das? Es tut zwar weh im Herzen, dass man so nicht anerkannt wird als Mensch. Nur als Böser wird man anerkannt. Aber was will man machen? Ich bin so aufgewachsen. Ich denke mir meinen Teil und das war's dann auch. Die Probleme der Diskriminierung sind nicht auf die Erwachsenen beschränkt. Sie betreffen die ganze Familie. Da hatte ich mal ein Vorstellungsgespräch, das war genau hier gegenüber beim Renault. Und da war ich beim Einstellungsgespräch. Der Einstellungsgespräch hat dauert so 3-4 Minuten. Hat der Chef gemeint, ja, ich muss noch den anderen Mitarbeiter fragen. Und die Mitarbeiter haben mich natürlich gekannt, weil wie man aus der Nähe halt die Leute so kennt, grüßt man, kennt man sich. Und sie haben dann auch gewusst, dass ich ein Sinto bin. Und da hat es halt ein paar Mitarbeiter nicht gepasst, dass ich ein Sinto bin und haben Nein gesagt und deswegen hat der Chef mich auch nicht eingestellt. Es ist halt immer so eine Sache, wenn man Kinder hat, dann ist man natürlich damit extremer konfrontiert und gerade so mein Großer, der sucht jetzt halt eine Ausbildung, ist eine Katastrophe. Also er hat sich jetzt halt mittlerweile bei 15 Betrieben beworben, aber Rückmeldung entweder gar keine oder nur negative Resonanz. Es ist wirklich schwer, also er muss nächstes Jahr wirklich, er macht seine Realschule, ist auf der Realschule und bewirbt sich dementsprechend natürlich auch als Automobilkaufmann. Aber es ist wirklich schwer, es ist immer so eine Sache, vorne rum wird gesagt, ja, alles super, alles gut, alles schön. Aber was dann hinter verschlossenen Türen gesprochen wird, ist natürlich eine andere Sache. Also es war bei mir so, genau dasselbe. Ich habe mich bei 35 Betrieben beworben, mein jetziger mittlerweile bei 15. Und der nächste Schritt ist dann mein kleiner Sohn wieder. Also es wiederholt sich, obwohl mittlerweile 20 Jahre dazwischen sind, aber es wiederholt sich immer wieder und es wird immer schwerer. Immer wenn wir uns irgendwie gestritten hatten, ich und vielleicht ein aus der Gegend, Parallelklasse so, dann wurde ich halt auch immer oft als dreckiger Zigeuner, scheiß Zigeuner, verpiss dich und alles, beleidigt. Und die Lehrer haben sich drum nicht gekümmert. Immer wenn wir dann halt meistens zum Lehrer gegangen sind, haben sie gesagt, ja, interessiert uns ja eigentlich nicht so. Also wenn ich jetzt höre zum Beispiel, mein Kind wird in der Schule nicht so behandelt wie andere Kinder, es ist mit Schmerzen verbunden, bloß weil es anders ist oder vielleicht eine andere Herkunft, nur nicht mehr Herkunft, sondern eine andere Ethnie hat, dass es dann dementsprechend so behandelt wird, verletzt einen und es ist natürlich immer ein Kampf. Gerade von solchen Schulerfahrungen hören wir immer wieder. Ich finde es dann halt immer traurig, dass das dann sehr bagatellisiert wird, auch von den Schulen. Wenn mein Kind beschimpft wird, dann muss mein Kind immer erst beweisen, dass das stimmt. Wenn es stimmt, dann sagt dann der Lehrer, ja, ich habe dem gesagt, der soll das nicht mehr sagen. Und mehr wird dann nicht mehr gemacht. Und das finde ich einfach nur traurig. Ich wurde halt schon in der ersten Klasse beleidigt als scheiß Zigeuner. Ja, das war halt schlimm für mich. Dann in der vierten Klasse, ich bin jetzt in der fünften, da war ein Kind, das hat mir verboten, ins Bad zu gehen. Dann hat es halt angefangen zu streiten. Dann hat es mich wieder scheiß Zigeuner genannt. Dann habe ich halt eine Beschwerde gemacht. Mein Lehrer hat mir erlaubt, das zu klären. Dann bin ich halt in das Kind seine Klasse gegangen, was mich beleidigt hat. Und die haben mir dann einfach nicht geglaubt. Dann haben Kinder gesagt, die nicht dabei waren, dass ich lüge, dass das Kind niemals zu mir gesagt hat, scheiß Zigeuner. Dann habe ich angefangen zu weinen und bin halt aus das Klassenzimmer gegangen, weil mir niemand geglaubt hat.
Wenn immer wieder Diskriminierung erlebt wird, ist es schwer, sich zu seiner Minderheit zu bekennen, denn es kann mit Nachteilen verbunden sein. In der repräsentativen Erhebung wird deshalb explizit nach dem Umgang mit der eigenen Identität gefragt. Was die Eigenbezeichnung angeht, über 95% entweder die Eigenbezeichnung Sinti oder Roma auf sich angewandt, während etwa 6,9% auch andere Bezeichnungen auf sich anwenden lassen, allerdings nur dann, wenn sie nicht diskriminierend gemeint sind. Ich stelle mich selbst als Angehörige deutscher Sinti vor. Der deutsche Zusatz ist mir auch sehr wichtig, da wir Sinti auch schon seit 600 Jahren im deutschsprachigen Raum leben. Also Zigeunerin gar nicht. Ich hab total abgeneigt gegen diesen Begriff Zigeuner, der immer negativ belastet ist. Ich bin eine Sintitzer. Wenn mich jemand fragt, wobei ich auch erst seit ich etwas älter geworden bin, auch offener damit umgehe und auch sage, ja, ich bin eine Sintitzer. Also ich bezeichne mich selbst als stolze deutsche Sintitzer. Also ich sag mal so, ich bin kein Mensch, der es verstecken muss. Man sieht's, ich bin ein dunkelhäutiger Mensch. Und der mich auch fragt, dem sage ich auch, was ich bin. Was für eine Nationalität, dass ich auch ein Sinti bin. Mit der Eigenbezeichnung bekennt man sich auch zu seiner Geschichte als Mitglied einer verfolgten Minderheit. Gerade der Völkermord in der NS-Zeit wirkt da bis heute nach. Natürlich auch, dass Auswirkungen auf unser Leben im Bereich Wohnen, Soziales, Beschäftigung, aber auch Bildung, dass da die Traumatisierung des Völkermords, das ist ja dann quasi die Eltern- oder Großelterngeneration, dass das in jeder Familie präsent war. Also ich bin in ländlicher Gegend aufgewachsen, wo es nicht viele Zinti gab. Mein Vater hat darauf Wert gelegt. Der hat gesagt, fallt lieber nicht auf. Ne? Das ist mir als Kind nie so bewusst geworden, dass das was Schlimmes sein könnte. Ja, in Darmstadt, man musste sich halt auch irgendwo seine Stellung und die Gleichheit auch erkämpfen. Und das hat damals die Bürgerrechtsarbeit eben auch bewirkt. Und ohne die Bürgerrechtsarbeit wären wir eigentlich nicht dort, wo wir jetzt sind oder wo wir jetzt stehen, dass wir eben Gleichberechtigung haben und unsere Verfolgung, unser Genozid auch anerkannt wurde. Trotz der Anerkennung des Völkermordes ist der Antiziganismus immer noch weit verbreitet. Die Reaktion der Verbände auf diesen Missstand? Unsere Gegenstrategie ist dazu Aufklärung im schulischen und außerschulischen Bereich. Wir haben zwei mobile Ausstellungen. Einmal der Weg der Sinti und Roma, das ist die neueste, die auch für Schulen ursprünglich konzipiert worden ist. Sie ist schon mittlerweile an sehr vielen Städten in Hessen und Schulen gewesen. Und jetzt zuletzt auch auf dem Hessentag in Bad Hersfeld. Und dort haben wir fast 1500 Besucher begrüßen dürfen. Und das ist schon für uns ein enormer Erfolg. Die Ausstellung Hornhaut auf der Seele zeigt die Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma im Dritten Reich. Der Weg der Sinti und Roma beschreibt die Geschichte bis in die heutige Zeit. Und dem Hessischen Landesverband ist es dabei wichtig, diese Ausstellung möglichst öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Ganz besonders freuen wir uns natürlich darüber, dass unsere mobile Ausstellung Der Weg der Sinti und Roma im Jahr 2020 am Hessischen Landtag zu sehen sein wird. Und das ist natürlich auch eine Anerkennung für uns als Minderheit, aber auch für uns als Verband, für unsere Arbeit, aber auch eine Wertschätzung und auch ein Zeichen, dass diese Arbeit notwendig ist. Denn gerade heute, in unserer heutigen Zeit, wo rechtspopulistische Hetze an der Tagesordnung sind und der Rechtszulauf immer mehr an Boden gewinnt, ist es, denke ich, nochmal ein ganz besonderes Zeichen. Die Ausstellungen sollen Aufklärung nach außen tragen. Aber auch in die Minderheit hinein müssen Impulse zur Veränderung gesetzt werden. Hier einige Wünsche. Von Seiten der Minderheit ist natürlich klar, wir brauchen mehr Empowerment. Wir müssen mehr wissen und mehr wissbegierig sein, was unsere eigene Geschichte angeht, was unsere eigene Identität angeht, was unsere eigene Kultur angeht. Und die nicht in der Konkurrenz zu anderen sehen, sondern auch das Verbindende. Es gibt kaum eine Minderheit, die Europa in der Kultur so sehr geprägt hat wie die Sinti und Roma. Darauf kann man stolz sein.
dass es uns gelungen ist, auch 1000 Jahre unter Verfolgung im Grunde genommen die Identität beizubehalten, das ist ein hohes Kulturgut. Wir haben eins gelernt, überleben. Und das werden wir auch künftig. Und diese Kraft, die darf nicht verloren gehen, sondern die muss gesteigert werden. Toleranz. Das ist das größte Wort, um dagegen zu gehen. Toleranz. Auf allen Seiten. Es gibt verschiedene Religionen, es gibt verschiedene Ethnien, es gibt verschiedene Hautfarben. Solange die Menschen erkennen und merken, dass wir nur mit Toleranz durchs Leben gehen können, hat Rassismus keine Chance mehr. Wichtig ist es meiner Meinung nach Präsenz. Präsenz zeigen, wir sind da. Wir gehören mit dazu. Wir sind nicht nur nebenbei, sondern wir sind mittendrin. Als erstes würde ich sagen, wehret den Anfängen. Und damit meine ich wirklich, viel mehr Aufklärungsarbeit in Schulen zu leisten, weil es sind nämlich die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, die man noch irgendwie umlenken kann, weil die meisten älteren Leute, die kriegen ihre Stereotypenvorstellungen nicht mehr aus dem Kopf. Das heißt, ich würde es ganz schön finden, wenn es viel mehr Referenten auch gäbe, die Sinti und Roma sind, die in Schulen sind und Aufklärungsarbeit da leisten, auch in Sachkunde oder Geschichte, dass das Thema Sinti und Roma nicht nur eine Randnotiz ist in der deutschen Geschichte. Oder ganz kleiner Beispiel, sollen Sie sich doch die Leute mal mit uns an einem Tisch hinsetzen und mit uns sich mal unterhalten. Da kriegen die doch bestimmt auch ein ganz anderes Bild von uns. Dass es viel mehr in Schulen gezeigt wird, wie man mit der Person umgehen soll, mit Antiziganismus und Antisemitismus, dass sie auch sagen würden, wie Sintis früher gelebt haben, also in der NS-Zeit, sage ich mal jetzt so, mit dem Konzentrationslager, dass sie einfach ermordet wurden für gar nichts, dass einfach mehr Aufklärung in den Schulen stattfindet. Also ich würde mir wünschen, dass jeder gleich behandelt werden würde und egal ob Sinti, Russe, Deutscher oder Türke, jeder soll gleich behandelt werden. Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam unser Grundgesetz mit Leben füllen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.